Nicht erst seit Trump sollte man mit Superlativen eigentlich vorsichtig sein. Sie fallen einem manchmal auf die Füße. Die SPD hat es aber trotzdem versucht. Am Montag hat sie das beste Programm seit Willy Brandt vorgelegt. Und da liegt die Latte jetzt hoch. Denn 1969 holte die SPD mit dem Kanzlerkandidaten Willy Brandt 42,7% der Stimmen. Davon ist die Partei von Martin Schulz im Moment noch ziemlich weit entfernt. Verlorene Landtagswahlen und sinkende Umfragen setzen den Kandidaten unter Druck. Unser Gast heute, Martin Schulz. Der SPD-Chef und Kanzlerkandidat will im Herbst Nachfolger von Angela Merkel werden. Später außerdem die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke und ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. So, einen schönen guten Abend. Einladung gefolgt sind, Herr Schulz. Vielen Dank, Frau. Macht es Ihnen was aus, wenn wir erst mal über Geld reden? Das heißt ja, die Sozialdemokraten können damit gar nicht umgehen. Ja. Können Sie persönlich gut mit Geld umgehen? Glaube ja. Woran machen Sie das fest? Ich gebe selten was aus. Ich bin eigentlich für mich persönlich ein eher anspruchsloser Mensch. Und das meiste Geld, das ich ausgebe, gebe ich für Bücher aus. Was war das Teuerste, was Sie jemals gekauft haben? Ich glaube, meine Autos. Ja. Teure Autos? Nein, ich fahre einen Volvo, S60, glaube ich, heißt der, ja. Also kein Ferrari-Gelüste bei Ihnen? Mit Sicherheit nicht. Nein, ich bin auch eher ein passiver Autofahrer. Ich fahre langsam. Ich hasse Raserei. Mhm. Ja. Oder hasse ich. Selbst rase nicht und finde das auch nicht besonders verantwortungsbewusst. Sie sind ja jetzt nicht mehr EU-Parlamentspräsident. Wovon leben Sie gerade? Die SPD zahlt mir ein Gehalt. Als SPD-Vorsitzender? Als SPD-Vorsitzender. Ich habe kein Mandat. Ich habe ja auf mein Mandat verzichtet, auch auf die Übergangsgelder, die mir zustanden, weil ich gesagt habe, ich will jetzt in dieser Zeit nicht aus öffentlichen Kassen bezahlt werden. Und dann zahlt die SPD mir ein Gehalt. Kann man davon gut leben? Sehr. Gut. Sie wissen, die Kanzlerin und ihre etwa 225.000 Euro, die sie verdient, haben manchmal zu Diskussionen geführt. Glauben Sie eigentlich, das ist zu wenig für die Bundeskanzlerin oder das Bundeskanzleramt in Deutschland? Ich glaube, dass die Politikerinnen und Politiker sich die Frage stellen müssen, ob der Verfassungsauftrag, den das Grundgesetz uns mitgibt, dass wir frei von Druck und ohne äußere Abhängigkeiten als Gesetzgeber, als Exekutivorgane arbeiten können müssen, um in voller Unabhängigkeit während der Zeit des Mandates arbeiten zu können, dass das der Gradmesser sein muss für unsere Entlohnung, für unsere Diäten, für unsere Gelder, die wir bekommen. Und in diesem Zusammenhang glaube ich, dass das, was wir bekommen, also nicht nur der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin, sondern die Politikerinnen und Politiker insgesamt, diesem Auftrag entspricht. Man kann von dem, was wir bekommen, in Unabhängigkeit arbeiten. Mhm. Es gab ja mal einen Kanzlerkandidaten der SPD, Peer Steinbrück, der gefunden hat, ich glaube, jeder Bankleiter in Nordrhein-Westfalen würde mehr bekommen. Er fand es ein bisschen wenig. Ich kenne die Debatte und gebe zu, dass ich nicht erwartet hatte, dass Sie auf diese Debatte zurückkommen. Ich habe das damals schon, finde ich, sehr sinnvoll gehalten, weil natürlich verdienen Leute außerhalb der Politik mehr als Politikerinnen und Politiker. Aber ich jedenfalls gehöre nicht zu den Leuten, die Geld oder Bezahlung zum Kriterium für mein politisches Engagement gemacht haben, sondern da gibt es für mich andere Gründe. Sie hatten einen Punkt in Ihrem Leben, eine Lebenskrise. Da wurde Ihnen das Arbeitslosengeld gestrichen. Fanden Sie das eigentlich gerecht in dieser Zeit? Das war damals, gab es die Arbeitslosenhilfe. Mhm. Es gab Arbeitslosengeld und man fiel dann in die Arbeitslosenhilfe. Die ist mir nicht gestrichen worden, aber sie wäre ausgelaufen. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank kurz vorher noch die Kurve bekommen, mich als Besseren in meinem Leben besonnen. Mhm. Ich gebe auch zu, dass ich damals nicht darüber nachgedacht habe. Aber Ihre Frage zielt ganz sicher darauf, dass Menschen, die unverschuldet arbeitslos werden und irgendwann nach den heutigen Regeln ihr gesamtes privates Vermögen zum Beispiel einsetzen müssen, genau, all das, was sie in ihrer Lebensleistung erarbeitet haben, verlieren, das halte ich nicht für gerecht. Mhm. Deshalb haben wir auch gleich zu Beginn meiner Tätigkeit als Parteivorsitzender mit Andrea Nahles über die Erhöhung des Schonvermögens geredet.
Kommen wir bestimmt noch dazu. Wo liegt für Sie die Grenze dessen, was ein Mensch mit seiner Arbeit eigentlich verdienen sollte, wenn Sie lesen, der VW-Chef Müller bekommt etwa 9,7 Millionen, das war die Zahl 2016. Man kann aber auch in die Fußballer-Kategorie gehen. Ronaldo hat angeblich 227 Millionen inklusive seiner eigenen Werbeeinnahmen. Ist das richtig? Nein. Wo ist für Sie die Grenze? Was kann man als Mensch ausgeben, was kann man verdienen? Das kann man nicht genau quantifizieren. Das ist, aber man hat ein Gefühl dafür. Ja, natürlich, klar. Man kann nicht genau, Ihre Frage war ja, wo liegt die Grenze? Deshalb ist meine Antwort, man kann es nicht so genau quantifizieren. Aber wenn in einem Unternehmen, nehmen wir mal wie bei Volkswagen, die Vorstandsmitglieder das wirklich teilweise hundertfache von dem verdienen, was ein durchschnittlicher Arbeitnehmer im Unternehmen bekommt, dann glaube ich, ist das nicht mehr verhältnismäßig. Deshalb haben wir ja gesagt, wir müssen ganz bestimmte Einkommensgrenzen einziehen. Was ich zum Beispiel für besonders wertvoll in der Diskussion halte, ist, dass jetzt das Bewusstsein ein bisschen dafür wächst, dass ab einem bestimmten Einkommenslevel Unternehmen die Boni nicht mehr als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen können sollen. Also ab 500.000 sagen wir, weil das dazu führt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die selbst unverhältnismäßig weniger verdienen als die Vorstände, auch noch über ihre Steuergelder die Boni der Vorstände mitfinanzieren. Das halten wir nicht für gerechtfertigt. Deswegen gibt es die Begrenzung in Ihrem Programm. Die Linke will ab 1 Million Einkünfte 75% Spitzensteuersatz aufrufen. Finden Sie das gut? Ich glaube, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Das hat in Frankreich ja die Regierung gleich zu Beginn, François Hollande ist ja ein guter Bekannter von mir, versucht. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist auch nicht der Ansatzpunkt. Das sind so plakative Sachen. Das hört sich natürlich toll an, 1 Million 75%. Ich glaube, der viel sinnvollere Weg, um Geld in die Steuerkasse zu bekommen, ist der Kampf gegen die Steuerflucht auf europäischer Ebene. Mhm. Nehmen Sie mal Nordrhein-Westfalen, da hat der Finanzminister Walter Borjans, der hat für, ich weiß nicht, 16 Millionen oder irgendeine Summe, diese CDs aufgekauft und hat Milliarden in die Steuerkasse zurückbekommen. Dort ist viel mehr zu holen. Mhm. Es macht sich natürlich schöner, so eine Forderung aufzustellen, aber die Effektivität ist geringer. Trotzdem ist da immerhin mal eine Zahl. Sie haben jetzt am Montag ein Wahlprogramm vorgelegt, in dem es eben keine Zahlen gibt. Nicht bei Steuern, auch nicht bei Renten. Gleichzeitig sagen Sie, das hat 2 Jahre lang gedauert, dieses Programm zu machen. Warum blieb dann keine Zeit für Steuer? Ja, zunächst einmal hat das Programm insgesamt einen Prozess hinter sich, wo die gesamte SPD, wir haben 460.000 Mitglieder, Tendenz steigen, daran sich beteiligen konnten. Das ist ein umfassender Prozess, der in einer Demokratie eine Partei ehrt. Die Steuerkonzeption, die wir vorlegen wollen, da habe ich darauf beharrt, als ich mein Amt übernommen habe, dass ich nur dann ein Steuerkonzept mit meinem Namen versehen vorlege, wenn ich mir nicht den Vorwurf einhandle, den ich ja jetzt schon höre. Ich höre ihn ja jetzt schon. Alles nicht stimmig, alles nicht durchgerechnet. Ausgaben, Einnahmen, die Wahlversprechen nicht solide finanziert. Wir sind in einer schwierigen Situation, nämlich in der, dass mir immer wieder gesagt wird, habe ich jetzt neulich oder vorgestern, glaube ich, irgendwo gelesen, dass die jetzige Regierungspartei, mit der wir koalieren, weil sie so das Image hat, die können es sowieso, geringer überprüft werden als wir. Das ist übrigens auch tatsächlich so. Und deshalb will ich ein Steuerkonzept vorlegen, das seriös ist. Und dann nehmen wir uns Zeit. Denn ich glaube, es ist besser, den Bürgerinnen und Bürgern ein durchgerechnetes Konzept vorzulegen, als zu sagen, sagen wir mal wie der Herr Seehofer, wir machen wuchtige Steuersenkung, was immer das heißt. Größte Steuersenkung aller Zeiten, hat er auch gesagt. Was immer das heißen mag, ich will ein seriös durchgerechnetes Konzept vorlegen. Und für seriöse Rechnungen braucht man halt Sorgfalt. Das Problem ist nur, dass in der Zeit, die Sie sich nehmen, Ihre Anhänger unsicher werden, sagen wir es mal vorsichtig. Also es gibt eine neue Umfrage heute, 65% der Menschen glauben nicht, dass die SPD stärkste Partei wird. Sogar SPD-Anhänger sind skeptisch geworden, 60% glauben auch nicht mehr an die eigene Partei. Woran liegt das eigentlich, gemessen daran, dass im März eine echte Wechselstimmung noch geherrscht hat? Wir haben Menschen vor dem Kanzleramt gefragt, wäre Martin Schulz ein guter Kanzler? Ich denke schon, dass es ein guter Kanzler wäre. Er wirkt sehr volksnah. Nein, glaube ich nicht.
weil ich denke, was er bisher gemacht hat, das war nicht so überzeugend. Ich glaube schon, er kommt noch aus dem Kreuz raus. Er wird ganz sicher noch definieren, was er denn da machen will und wie er es machen will. Nein, das glaube ich nicht. Er macht mir zu viele floskelhafte Aussagen. Ich bin überzeugt, dass Martin Schulz ein guter Kanzler wäre. Einfach auch deswegen, weil es leider nicht möglich ist, dass sonst sich was ändert in der Republik. Nein, weil er auch in Brüssel nicht unbedingt überzeugt hat. Ich denke ja, so gut wie Frau Merkel kann er das auch. Als Martin Schulz aufgetreten ist und von der Gerechtigkeit gesprochen hat, da habe ich gesagt, ja, genau, das brauchen wir. Aber dann ist ja nichts mehr gekommen. Und das fehlt mir so, dass er das unterfüttert, was er damit meint, wenn er von Gerechtigkeit spricht. Deshalb kann ich im Moment weder ja noch nein sagen. So ist das Stimmungsbild auf der Straße. Sie haben mal über Ihre Schulzeit gesagt, überall, wo man konkret werden musste, war ich schlecht. Sie haben das natürlich auf die Fächer bezogen, aber ein bisschen wahr ist das heute noch, oder? Ja, die Umfrage entspricht ja nicht den Zahlen, die Sie eben genannt haben. Hier war es unentschieden, drei Ja, drei Nein und eine Frau war unentschieden. Es ist 50-50. So sehe ich das, so sehe ich das auch. Berlin vor dem Kanzleramt. Ja, wir haben jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht. Sie haben sie ja gezeigt. Nicht sehr, aber ja, 50-50 bei dieser Umfrage. Die anderen, die wir zitieren könnten, sehen ein bisschen schlechter aus. Und, aber jedenfalls, was wir wichtig fanden, war das, was die Frau am Ende gesagt hat. Das haben wir häufiger gehört. Wir dachten, oh ja, da passiert was. Und dann kam nichts. Das sehe ich anders. Ich glaube, dass wir sehr konkret geworden sind. Wir haben schon im Verlauf der Monate, in denen ich jetzt Vorsitzender der SPD bin, das ist übrigens zwei Monate, bin jetzt zwei Monate Vorsitzender dieser Partei, das Arbeitslosengeld Q vorgelegt. Wir haben die Familienarbeitszeit vorgelegt, die Gebührenfreiheit für Kitas, 1 Million Ganztagsschulplätze. Ich habe jetzt ein Steuer- und Rentenkonzept, das werden wir in den nächsten 14 Tagen, wenn wir unser Rentenkonzept vorstellen. Ich glaube schon, dass wir konkreter sind als unsere Wettbewerber, die ja mindestens so floskelhaft, würde ich mal sagen, sind, wie mir das vorgeworfen wird. Wir haben ein Programm vorgelegt, Sie haben das eben zitiert, 71 Seiten sind es, in denen wir fast jeden einzelnen Politikbereich, den es in der Bundesrepublik gibt, adressieren, also ansprechen. Von daher glaube ich schon, dass wir konkret sind, aber es beißt ja keine Maus den Faden ab. Menschen haben das Gefühl, der ist gut gestartet, aber er muss jetzt liefern und das stimmt, das werde ich auch tun. Ehrlich gesagt, bei den Kita-Plätzen würde ich einfach nur einhaken und sagen, Sie versprechen etwas, was Sie überhaupt nicht halten können, weil Sie ganz genau wissen, das ist Ländersache. Sie müssen dazu das Kooperationsverbot zwischen Ländern und dem Bund ändern. Und dazu brauchen Sie sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, nennt man das nicht Populismus, wenn man einfach eine Sache verspricht, von der man weiß, das kann ich vielleicht gar nicht oder wahrscheinlich sogar nicht umsetzen. Ja, wissen Sie, dass ich das wahrscheinlich gar nicht umsetzen kann. Aber die Menschen wissen ja gar nicht, was das für eine Hürde ist, damit sie die Kita tatsächlich nicht bezahlen. Zunächst einmal regiert die SPD in vielen Bundesländern und stellt auch die Ministerpräsidenten. Und in Rheinland-Pfalz sind die Kita-Gebühren bereits abgeschafft. In Nordrhein-Westfalen sollten sie abgeschafft werden. In Hamburg gibt es sie nicht. Also in SPD-regierten Ländern gibt es sie. Das heißt, es ist nicht so, als könnte ich das, was ich verspreche, nicht erreichen. Sie haben recht, das Kooperationsverbot wollen wir aufheben. Und zwar, weil wir es aufheben müssen. Warum soll eigentlich ein Bund, der über 20 Milliarden Überschüsse in seinen Kassen erwirtschaftet, nicht den Ländern dabei helfen, die Kita-Plätze gebührenfrei zu machen? Weil Eltern, vor allen Dingen junge Familien, brauchen doch nicht ihr Einkommen, damit sie ihre bezahlen müssen, damit sie ihre Kinder in die Kita bringen können. Die Kita muss da sein, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und ich verspreche den Menschen, dass ich dafür kämpfen werde. Sie werden es versuchen. Wenn ich das ist was anderes. Wenn man sagt, ich werde versuchen, die Kita-Plätze für alle umsonst zu machen, ist es was anderes. Ich habe ja nichts anderes gesagt. Die Kita-Plätze werden umsonst sein. Das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich habe gesagt, wir streben an die Gebührenfreiheit für Kita-Plätze. Ich bin ein bisschen überrascht, wenn Sie ein Programm vortragen, dann tragen Sie es ja vor, um Zustimmung zum Programm zu kriegen. Ja. Ich gehe nicht hin und sage, ich verspreche euch, die Kita-Plätze werden gebührenfrei, sondern wir streben es an, weil in einer modernen Gesellschaft junge Paare nicht arbeiten gehen müssen, um die Kita-Gebühren zu zahlen, sondern die Kita muss da sein, damit die Menschen arbeiten gehen können. Das gilt nebenbei bemerkt auch für die Ganztagsschule. Also ich möchte, dass wir einen nationalen Bildungspakt haben, in dem der Bund seine Überschüsse nutzt, um den Ländern und den Kommunen zu helfen. Also Kooperationsverbot heißt, das ist heute verboten. Ich halte das für falsch.
Sie haben im Februar gesagt, Deutschland ist kein gerechtes Land. Das wurde von vielen als ein Leitmotiv Ihrer Kampagne gesehen. Jetzt steigen aber die Renten und die Löhne. Es gibt sogar im Niedriglohnsektor seit heute festgestellt eine Trendwende. Es gibt die Arbeitslosigkeit, die auf dem Rekordtief ist. Die Wirtschaft boomt, auch heute wieder neue Zahlen. Warum sollen eigentlich die Deutschen eine Kanzlerin abwählen, die so erfolgreich ist? Ja, ich glaube nicht, dass die Kanzlerin erfolgreich ist, sondern unser Land ist erfolgreich. Und die Menschen, die zu dem wirtschaftlichen Volumen, das Sie gerade beschrieben haben, beitragen, das sind die Menschen, auf die wir stolz sein können. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir in vielen Bereichen Pflegenotstand haben. Gleichzeitig ist es so, wir haben gerade über die Kitas gesprochen, dass die Mieten explodieren, dass sie in den Ballungsräumen Mieten zahlen müssen, von denen selbst sehr gute Einkommen am Ende des Monats richtig knapsen müssen. Wir haben einen Niedriglohnsektor, der jetzt langsam steigt, aber der immer größer wird. Es gibt immer mehr Leute, die in Betrieben arbeiten, die aus der Tarifbindung rausfallen, wo die Löhne dramatisch dann absinken. Wir haben deshalb keine Gerechtigkeit, weil die nächste Generation, nicht unsere Generation, meine, sondern die nächste Generation nur dann unseren Wohlstand noch haben wird, also Generationengerechtigkeit, wenn wir heute investieren. Wenn wir heute in unserem Land die Substanz, die wir wirtschaftlich haben, nicht erneuern, in der Infrastruktur vor allen Dingen, dann wird die nächste Generation nicht mehr so stark Deutschland erleben, wie wir das heute tun. Deshalb rate ich dringend dazu, dass wir investieren. Die Frage ist, ob der Leidensdruck Ihrer Wähler tatsächlich so gefühlt ist, wie Sie es sagen. Ich möchte mal ganz kurz Per Steinbrück zitieren, der den Wahlkampf 2013 im Nachhinein, also zwei Jahre später, analysiert hat. Und der schreibt oder sprach im Spiegel. Der sagt, um die 75% der Bürger fanden, Deutschland sei in einem ganz guten Zustand. Und dafür sprach ja auch einiges. Die SPD vermittelte aber den Eindruck, das Land stehe am Abgrund und bestehe aus einer Ansammlung von Opfern. Machen Sie denselben Fehler? Auf keinen Fall. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein sehr starkes Land. Und ich bin, da braucht man ja nicht mehr Gerechtigkeit, wenn das so ist. Also wenn die Logik, dass eine wirtschaftlich starke Nation alleine dadurch schon gerecht ist, weil sie wirtschaftlich stark ist, wenn das die Logik ist, dann bin ich anderer Meinung als Sie. Ich glaube, dass wir Leistungsgerechtigkeit in unserem Lande brauchen. Sie waren diejenige, die eben gesagt hat, die Vorstände verdienen Millionen und setzen sich davon von denjenigen, die die Profite erwirtschaften, nämlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, in einer Art und Weise ab, die nicht mehr gerecht ist. Deshalb glauben wir, dass Lohngerechtigkeit ein wichtiger Punkt in unserem Land ist. Wir glauben, dass Generationengerechtigkeit wichtig ist. Wenn wir über Renten reden, dann wollen wir, dass die Renten für die Alten stabil bleiben. Aber wir wollen auch, dass die Beitragslasten der Jungen nicht überborden. Deshalb, Rentengerechtigkeit ist ein wichtiger Punkt in einem reichen Land, dass sich das leisten kann. Aber der allerwichtigste Punkt ist eigentlich der Generationengerechtigkeit, wenn Sie an die Zukunft denken. Deutschland ist unter einem enormen Wettbewerbsdruck. Deshalb müssen wir in die Zukunft investieren. Das tun wir aber heute nicht. Wir müssen darüber diskutieren, ob wir Steuergeschenke versprechen oder ob wir zum Beispiel milliardenschwere Investitionen in unser Land, in die Forschung, in die Entwicklung, in, nehmen wir mal ein Beispiel, energieverbrauchsarme Güter, die zur Energieeffizienz und damit zum Klimaschutz beitragen. Da ist Deutschland noch heute ein führendes Land. Aber wenn Sie mal an Solarwelt denken, ist China uns heute schon davon gerast. Wenn wir nicht wollen, dass solche Fälle sich multiplizieren, müssen wir heute investieren. Deshalb glaube ich, Gerechtigkeit bedeutet Zukunftsinvestitionen. Und das übrigens in einem starken Europa, weil Deutschland alleine das nicht schaffen wird. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Mhm. Sie sind ja jetzt Land auf, Land ab unterwegs und haben diese ganzen Sätze in Ihrem Kopf und bauen die immer so zusammen. Wird man manchmal müde davon? Nein. Okay. Insbesondere dann nicht, wenn man wird insbesondere dann nicht müde, wenn der Adrenalinpegel steigt, weil eine doch clevere Journalistin einen ziemlich Das habe ich auch schon gesehen, dass Sie immer so auf die Tour kommen und sagen, ein Kompliment kann nicht schaden. Nein, das beeindruckt mich überhaupt nicht, aber vielen Dank. Ich habe es auch nicht gesagt, um Sie zu beeindrucken. Finde ich schade, dass Sie das so finden. Entschuldigung, dann habe ich das falsch genommen. Meine Mutter hat mich immer davon abgehalten, Komplimente überhaupt anzunehmen. Ich habe das auch nicht Kinderkrankheit. Ich wollte es gar nicht als Kompliment machen, sondern ich fand, dass Sie mich ziemlich hart rannehmen im Moment. Und deshalb ist der Adrenalinspiegel etwas höher. Und das zwingt einen zu präzisen Formulierungen. Das freut mich, so soll es sein. Und ich streiche die letzte Bemerkung aus dem Protokoll und hoffe auf Ihr Verständnis. Trotzdem, aber es ist ja ein harter Wahlkampf. Deswegen muss man ja die Fragen stellen. Es gibt ja auch nicht wenige Studien, die zeigen, diejenigen, für die die soziale Gerechtigkeit tatsächlich ein brennendes Thema ist, das sind diejenigen, die dazu neigen, zu sagen,
Der Totengräber der sozialen Gerechtigkeit war die SPD mit ihrer Agenda 2010. Ist das etwas, wogegen man überhaupt ankämpfen kann, wenn man das in der DNA mit sich rumträgt? Ich finde es ungerecht, weil es so pauschalisiert ist. Deshalb, die SPD hat mit, auch die Regierung Schröder-Fischer seinerzeit, hat mit diesen Reformen eine Menge bewegt. Mhm. Auch eine Menge Positives bewegt. Wir haben zum Beispiel bei Hartz III, bei Fördern und Fordern, eine Menge nach vorne bewegt. Ich habe deshalb auch mit Andrea Nahles, als wir über das AEGQ gesprochen haben, ich habe über Hartz III gesprochen. Auf der anderen Seite ist die SPD nicht die Partei der besseren Menschen. Mhm. Und wir machen auch Fehler. Und ich finde, wenn ich mal an die Bildungspolitik denke, was wir für Fehler in der Bildungspolitik gemacht haben und machen, dann finde ich, muss die Partei auch sagen, es wird nicht deshalb kein Fehler, weil wir ihn gemacht haben, sondern auch wenn wir Fehler machen, müssen wir dazu stehen und sagen, wir wollen es besser machen. Und das ist mein Ansatz. Und ich glaube, dass man bei der Agenda, das ist übertrieben worden. Dennoch, auch bei der Agenda wird man, wie Sie haben eben über die Frage Schonvermögen, müssen Leute nach ihrer Lebensleistung, ist das gerecht, dass einer am Ende seines langen Arbeitslebens in der Gefahr ist, alles zu verlieren, weil er arbeitslos geworden ist, möglicherweise weil der Betrieb dicht gemacht hat. Deshalb glaube ich, wir haben, wie gesagt, nicht den Anspruch, immer alles richtig zu machen, aber was ein Politiker, der an der Spitze dieser Partei steht, tun muss. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Und das sage ich auch in so einem Wahlkampf, auch auf Gefahr hin, dass mir da Leute widersprechen. Wir sind nicht die Besseren, wir haben nicht den Anspruch darauf, es immer richtig zu machen. Aber wenn wir erkennen, dass auch wir zu einer Fehlentwicklung beigetragen haben, dann müssen wir es korrigieren, dann müssen wir sagen, wir haben uns geirrt. Die Linke ist einfach. Die sagt, schafft Hartz IV vor allem eben dieses Sanktionssystem ab, denn es ist ungerecht. So weit können Sie aber gar nicht gehen. Nein, so weit kann man nicht gehen. Das ist auch in dieser pauschalen Aussage, das ist ja ziemlich flach, ist auch in dieser Aussage nicht zutreffend. Vielleicht. Nichtsdestotrotz gibt es Bereiche, in denen man nachschauen muss. Wir brauchen für die Langzeitarbeitslosen ganz sicher einen sozialen Arbeitsmarkt. Das ist so ein Punkt, wo ich finde, das ist bisher zu kurz gekommen. Ich habe übrigens bei den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, gerade in dem Bereich bei der Bundesagentur für Arbeit, Fälle erlebt, wo wir wirklich reingehen müssen. Ich habe in Aachen einen jungen Mann getroffen, der in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft lebte, jetzt aber eine Ausbildungsstelle bekommen, ganz stolz war, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und jetzt wird die Ausbildungsvergütung in der Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Das ist nicht gerecht. Das ist, der Teufel steckt im Detail. Deshalb kann man nicht so pauschalisiert sagen, schafft das, aber man muss da ins Detail einsteigen. Und deshalb ist die Linke da manchmal ein bisschen forsch in den Aussagen. Ja. Haben es vielleicht leichter. Sie waren zu der Zeit dieser Agenda-Politik tatsächlich, also seit 1999, Mitglied des Präsidiums der SPD und des Vorstands der SPD. Das heißt, Sie haben diese Politik von Gerhard Schröder damals auch mitgetragen, fanden es auch richtig, revolutionär? Ich habe sogar zugestimmt. Ich glaube, in allen Punkten, die im Vorstand abgestimmt wurden, habe ich zugestimmt. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn man einer Sache zustimmt, dann muss man zu ihr stehen. Und ich stehe dazu. Gerhard Schröder war, nebenbei bemerkt, ein ganz großer Bundeskanzler. Wenn ich an den jetzigen US-Präsidenten denke und mal überlege, mit welcher Klarheit Gerhard Schröder dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Irak mit all seinen bitteren Konsequenzen, die wir heute noch ausbaden, widersprochen hat und Deutschland nicht da reingeführt hat, finde ich, hat er ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Bundesrepublik beschrieben. Deshalb kann man auf diesen Kanzler sehr wohl stolz sein. Ich habe diesen Sachen damals zugestimmt. Das heißt nicht, dass alles, was wir damals gemacht haben, richtig war. Vieles von dem hat zu großen positiven Effekten geführt. Dazu sollten wir stehen. Manches, was sich nicht als praktikabel erwiesen hat, müssen wir halt korrigieren. Und nochmal, ich finde es nicht unehrenhaft, zu sagen, es gibt, wenn man sagt, Fehler. Wir haben uns geirrt. Ich will Sie wirklich nicht quälen, aber tatsächlich ist es so, dass es manche gibt, die sagen, das, was da jetzt schiefgelaufen ist, fußt eben auf dieser Politik und es wurde von der SPD nicht erkannt. Der Mann, den wir Ihnen gleich in diesem Beitrag vorstellen werden, ist einer von denen, die genau dieser Meinung sind. Der sagt, die Kernklientel der Sozialdemokraten, das war ich, ich bin weg. Der kommt ausgerechnet aus Nordrhein-Westfalen und der geht ausgerechnet zu einer Partei, für die Martin Schulz am allerwenigsten Respekt übrig hat. Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen. Riesenblamage für die SPD. Die AfD zieht erstmals in den Landtag ein. Bemerkenswert die Wählerwanderung.
Die SPD verlor an fast alle Parteien. Am meisten Stimmen an die CDU, aber auch an die AfD. 60.000 SPD-Wähler entschieden sich dieses Mal für die Rechtspopulisten. Warum? Guido Reil saß 26 Jahre lang für die SPD im Stadtrat von Essen. Dann wechselte er ausgerechnet zur AfD. Seine Begründung? Also die SPD war meine Familie und eigentlich mein ganzes Leben. Ich war 26 Jahre in der SPD, aus voller Überzeugung, habe mich immer sehr eingesetzt für meine Leute, die kleinen Leute und für die Arbeiterschaft. Und bin jetzt aber leider einfach sehr enttäuscht. Das Ruhrgebiet ist die Herzkammer der Sozialdemokratie. Und ich verstehe nicht, warum es da keinen Aufschrei gibt, wenn hier auf einmal alles den Bach runtergeht. Hat die SPD wirklich ihre Stellung als Partei der kleinen Leute verloren? Das wollen wir jetzt diskutieren und deshalb ist zu uns gekommen der linke Publizist, ich hoffe, ich trete ihn nicht zu nahe, und Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Herzlich willkommen, Herr von Lucke. Die SPD ist nicht mehr die Partei der kleinen Leute, sagt dieser Mann. Stimmen Sie zu? Dem stimme ich in dieser Absolutheit nicht zu. Das ist auch bemerkenswert, ein Mann, der jetzt die AfD unterstützt, der damit ein Programm hat, was sich in vielen Bereichen nicht als sehr menschenfreundlich erweist, ist vielleicht eher Ausweis der Tatsache, dass auch in den Schichten etwas ins Rutschen gekommen ist. Dass also die soziale Frage in verheerender Weise rechts konnotiert worden ist und etwas erfahren hat, was man als die populistische Gefahr bezeichnen kann. Nämlich, dass letztlich ein Unterschied in sozialer Hinsicht mittlerweile als einer zwischen Deutschen und Nichtdeutschen ausgebeutet wird. Insofern finde ich es eher traurig, dass Menschen, die davor Sozialdemokraten waren, mittlerweile die AfD unterstützen. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein entscheidender Punkt. Sie sprachen davon, dass Martin Schulz populistisch wäre. Das halte ich für einen falschen Vorwurf. Um es auch sehr deutlich zu machen. Der Vorwurf kam sehr von Anfang an. Sein Problem ist doch ganz etwas anderes. Ich bin gespannt. Sein Problem ist eher darin bestehend, dass er am Anfang populäre Ansagen gemacht hat und übrigens auch völlig zu Recht gesagt hat, dass die Gerechtigkeitsfrage ein großes Problem ist. Dass tatsächlich auch er hat Zugeständnisse gemacht, dass die Agenda Fehler bedeutet hat, dass er auch Korrekturen vornimmt, die übrigens auch die SPD, wie wir alle wissen, auch in der letzten Großen Koalition maßgeblich durchgebracht hat, also beispielsweise Mindestlohn und anderes. Es ist bloß leider stecken geblieben. Und das ist das Problem. Es ist tatsächlich dem Gerechtigkeitsmovens, das viele Menschen empfinden, und tatsächlich ist natürlich ein starker Staat noch keineswegs Ausweis eines gerechten Staates. Wir haben die sozialen Missstände mit Händen zu greifen. Wir erleben mittlerweile, dass Menschen an jedem Bahnhof die Mülltonnen nach Flaschen durchsuchen. Wir haben radikale Missstände. Die hat Martin Schulz zur Sprache gebracht und zu Recht zur Sprache gebracht. Mein großes Bedauern besteht darin, dass diesem Impuls tatsächlich danach nicht mehr genug gefolgt ist. Was hätte denn folgen müssen? Sagen Sie das mal. Es hätte viel mehr folgen müssen. Das Problem bestand darin, Martin Schulz hat es später ja auch eingestanden. Er hat eine große, meines Erachtens, Fehlkalkulation gemacht. Wir müssen uns eines bewusst machen. Wir sprechen heute am 24. Mai. Exakt vor 4 Monaten ist Martin Schulz in einer ziemlich verunglückten Aktion, weil auch Sigmar Gabriel gewisse mediale Absprachen hatte, ist er intronisiert worden. Trotz dieser Bruchlandung ist die Intronisation, die Tatsache, dass ein Mann das Wort, ja, es war ja eine Intronisation, man muss es ja mal so nennen, dass ein Mann das Wort Gerechtigkeit wieder in den Mund nimmt, als ein populäres Wort, und das ist ein Unterschied. Es ist populär, es ist nicht populistisch. Er hat gesagt, wir müssen uns der Gerechtigkeitslücke wieder stärker annehmen. Das hat viele Menschen, ob seiner Glaubwürdigkeit, die er erst ausstrahlte, hat sie bewegt, wieder zur SPD zu kommen. Ja, aber der eigentliche Punkt ist ja der, dass Sie gesagt haben, er hätte liefern müssen in Inhalten. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, seit Montag gibt es Inhalte. Es gibt ein Wahlprogramm der SPD, es liegt auf dem Tisch. Es heißt, aber vielleicht Zeit für mehr Gerechtigkeit? Ist das jetzt das, was Sie erwartet haben? Ja, aber vielleicht kann ich noch die Einordnung zu Ende bringen. Bitte, Entschuldigung, ich dachte, Sie wären fertig mit der Einordnung. Ach so, nee, ich hatte gerade erst angefangen. Bitte. Aber kann noch. Aber vielleicht lassen Sie ihn noch mal. Da ordne ich ja, eher das an. Dann sage ich es vorhin. Ich dachte, Sie waren fertig. Es ist ja viel dramatischer. Der Titel heißt ja bekanntermaßen Zeit für mehr Gerechtigkeit und nicht, wie er in der Eile dann verdreht wurde, mehr Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für mehr Gerechtigkeit, das war von Anfang an Martin Schulzens Slogan. Und jetzt ist das Problem für mein Verständnis als zweites folgendes gewesen. Die Erwartung, dass die Wahlen gewonnen werden, jedenfalls Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, hat auch ob der Tatsache, dass die Programmfindung auch in Gänze aufgeschoben wurde. Hannelore Schulz hat sich ja auch ausgebeten. Wie heißt aber Hannelore Kraft? Entschuldigung. Hannelore Schulz ist auch gut, ja. Völlig richtig. Hannelore Kraft hatte sich ausgebeten, dass auch die Programmfindung unterbrochen wird. Das hat dazu geführt, dass wir programmatisch nichts unterlegt bekommen haben in der ganzen Zeit. Mhm. Und dadurch ist letztlich
da auch kein Plan B da war. Es war kein Plan B da, der den Umstand Rechnung hätte tragen können, wenn die Wahlen jetzt nicht gewonnen wären. Wir sind bei den Inhalten. Dann braucht es Inhalte. Sie müssen aber und dieses doch Problem besteht darin, dass Herr Schulz bis heute diese Inhalte schuldig geblieben ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem. Auch als zweite, letzte Sache an dem Punkt. Hätte Hannelore Kraft davon abgesehen, wir in NRW oder NRWir, das ist eine große Eigenständigkeit und jeder, der die SPD ein bisschen kennt, weiß, welche Kraft Frau Kraft hatte und welche Bedeutung dieser Landesverband hatte. Martin Schulz ist interessanterweise auch jemand, der von außen ein Stück weit in die Parteispitze vorgedrungen ist. Er hat ja keine Hausmacht im eigenen Sinne. Dann weiß man, dass ein Auftritt gemeinsamer Art mit den Werten von Sie sind noch Herrn bei Schulz, der Strategie. Frau Kraft geholfen hätte. Und mir das war die Fehlkalkulation. Mir sind trotzdem die Inhalte jetzt wichtiger und deswegen doch noch mal die Frage. Es gibt jetzt das Wahlprogramm. Glauben Sie, das wird jetzt also das, was Sie kritisieren, also die Leere, die da entstanden ist, hat dieses Programm die Kraft, das zu füllen? Nein, natürlich nicht. Das große Problem, einfach deswegen, weil alleine schon die Aussage, das ist das stärkste Programm seit Willy Brandt, das war die Aussage von Herrn Oppermann, Herr Schulz hatte sich danach zu eigen gemacht, deswegen schon in die Irre geht, weil die zentralen Felder Steuern und Rente nicht enthalten sind. Jetzt muss man sich das auch... Das darf er jetzt mal beantworten. Danke. Ich dachte, ich sei eingeladen worden, um vielleicht auch... Herrn Lucke was zu sagen. Ich hatte ja eben versucht, das einzuordnen. Also völlig klar, das sind auch schwierige Tage für mich. Klar, ich widerspreche eindeutig, ich sei nicht konkret. Wir haben, als ich Vorsitzender dieser Partei wurde, das ist jetzt knapp 2 Monate her, ganz klar gesagt, dass wir eine Steuerpolitik machen, die sich orientieren muss daran, dass diejenigen, die hart arbeiten, nicht schlechter gestellt sein dürfen, als die, die ihr Geld für sie arbeiten lassen. Und wir arbeiten jetzt an einem Konzept, das dafür herhalten muss, dass wir die nicht Versprechungen, sondern den ambitionierten Ansatz, dass wir Normal- und untere Einkommen entlasten in diesem Land. Und zwar nicht nur durch hohle Steuerversprechungen, sondern indem die Leute nicht arbeiten gehen müssen, dass sie für ihre Kinder in der Kita bezahlen müssen, dass in diesem Land junge Familien deshalb nicht über die Runden kommen, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen können, dass in diesem Land Pflegenotstand herrscht und wir haben 20 Milliarden Überschuss im Haushalt, dass in diesem Land nicht investiert wird, nicht in die Unis, nicht in die Krankenhäuser, nicht in die Infrastruktur, bei der Schiene, bei der Straße, nicht in den geförderten Wohnungsbau. Geförderter Wohnungsbau zum Beispiel ist Bundesrepublik Deutschland ein Land mit der niedrigsten Eigentumsquote. Dass wir die sachgrundlose Befristung abschaffen wollen, die nämlich, wenn sie von befristetem Arbeitsvertrag zu befristetem Arbeitsvertrag hüpfen müssen, eine hohe Miete zahlen müssen und nicht wissen, ob sie dauerhaften Platz für ihre Kinder kriegen. Wie wollen sie dann eine Familie gründen? Das steht alles in unserem Programm drin. Aber ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Mir hat ein Journalist in Berlin gesagt, fand den Satz ganz toll, ihr müsst konkreter sein, weil die anderen haben die Kompetenzvermutung. Das finde ich ganz toll, den Satz. Dass man in der Demokratie eine Partei hat, da vermutet man die Kompetenz und die andere muss sie nachweisen. Und das ist aber so. Und deshalb weisen wir sie nach. All die Punkte, Herr von Lucke, die ich gerade aufgelistet habe, haben wir, seit ich intronisiert worden bin, das ist zwar ein royalistischer Begriff, aber nehmen wir ihn mal, jeden Tag, so wie Sie das eben gesagt haben, Sie können die Sätze ja fast auswendig und modulhaft zusammensetzen, immer und immer wieder vorgetragen. Deshalb wehre ich mich gegen den Vorwurf, ich sei nicht konkret genug. In der Steuer- und in der Rentenpolitik gebe ich Ihnen recht, wir haben noch kein Konzept vorgelegt. Bei der Rente kann ich Ihnen eins sagen. Wir werden ein Rentenkonzept vorlegen, ganz konkret, bei dem wir die heutigen Niveaus halten, ohne dass die Beiträge explodieren. Und dass wir das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren halten, während die CDU das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre hochschrauben will. Mit mir nicht zu machen. Deshalb in den nächsten 14 Tagen werden wir ein sehr konkretes Rentenkonzept vorlegen. Wir halten die heutigen Rentenniveaus und versuchen die Beiträge in jedem Fall so stabil zu halten, dass auch die junge Generation nicht überbelastet wird. Das nennt man Gerechtigkeit und zwar Generationengerechtigkeit. Also von daher glaube ich, dass wir mit diesem Programm auf der Höhe der Zeit sind. Und das alles, was wir bisher diskutiert haben, bezieht sich auf den Status quo. Den werden wir aber nur halten können, wenn wir in die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes investieren. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Volkswirtschaft, die blüht und an Wert verliert, weil in diesem Land nicht investiert wird. Die hohen Überschüsse, die wir heute haben, übrigens ein Resultat der Nullzinspolitik, weil die Bundesrepublik für ihre Schulden kaum Zinsen zahlen muss. Deshalb hat der Finanzminister so viele Überschüsse, sollten genutzt werden, dass wir unser Staatsvermögen erneuern, weil dann hat auch die nächste Generation den gleichen wirtschaftlichen Grund, den wir heute, die Grundlage, die wir heute haben. Deshalb glaube ich, dass wir ein sehr modernes Programm vorgelegt haben, das Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, das Investitionen in den Mittelpunkt stellt, in die Zukunft und das vor allen Dingen, vielleicht reden wir darüber auch noch mal,
Europa stark macht, weil in Zeiten von Trump, Putin und Erdogan die Europäische Union der beste Schutz für die Bundesrepublik Deutschland ist. Ich glaube, dass wir ein sehr modernes, in sich schlüssiges Programm vorgelegt haben. An der Stelle machen wir hier einen Strich und sagen, es ist ein kämpferischer Martin Schulz zurückgekommen. Und wir werden sehen, ob die Wähler, die geneigte Wählerschaft, die Botschaft versteht. Herzlichen Dank, Albrecht von Lucke, dass Sie hier waren. Wir wollen über den Kämpfer Martin Schulz reden. Tatsächlich hat der Kämpfer Qualitäten gezeigt. Wahrscheinlich im wichtigsten Moment seines Lebens, allerdings eher im persönlichen Bereich. Martin Schulz, heute SPD-Chef und Kanzlerkandidat. Bis vor kurzem mächtiger EU-Parlamentspräsident. Auf Augenhöhe mit Staatschefs, Königen und dem Papst. Er nahm für die EU den Friedensnobelpreis entgegen, bekam den hochrenommierten Karlspreis. Eine glänzende Karriere. Doch es hätte ganz anders kommen können. In der Schule scheiterte Martin Schulz am Abitur. Eine schwere Verletzung beendete den Traum einer Karriere als Fußballprofi. Es folgte der Absturz. Schulz flüchtete sich in den Alkohol über viele Jahre. Zwischen 19 und 24 Jahren bin ich aus der Bahn geraten. Ich habe damals getrunken, was ich kriegen konnte. Man nimmt sich täglich vor, es besser zu machen, aber schafft es auch am nächsten Tag nicht. Das ist ein deprimierendes Gefühl. Solche Prozesse brechen dir langsam das Rückgrat. Das war für die Familie und auch für meine Eltern keine einfache Zeit. Aber mein ältester Bruder sagte immer, eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und Martin ist im Moment unser schwächstes Glied. Und wir müssen alle gucken, dass der auch so stark wird wie die anderen. Martin Schulz steht vor einer existenziellen Entscheidung. Nach einer durchzechten Nacht saß ich in meiner Wohnung und sagte zu mir selbst, entweder du gehst zugrunde oder du hörst auf. Herr Schulz, es ist ungewöhnlich, dass jemand so offen über solche Themen spricht. Erst recht jemand, der so im Licht der Öffentlichkeit steht. Wie war dieses Zugrundegehen? Sie haben einmal dem Spiegel gesagt, oder dieser Moment, dass Sie nicht ganz sicher waren, ob Sie das Leben nicht beenden sollten. Ich gehe damit offen um, weil es ist ja ein Teil meines Lebens. Und wenn man eine öffentliche Persönlichkeit ist, das bin ich ja. Warum soll ich diesen Teil meines Lebens verschweigen? Ich hatte, als ich die Kurve bekommen hatte in meinem Leben, auch das Gefühl, du musst dir das zu eigen machen, du musst dazu stehen, weil du auch damit ein Beispiel geben kannst, vielleicht für andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Übrigens auch für Angehörige, die Menschen haben, die abhängig sind, den Mut nicht zu verlieren, weil es gibt immer einen Ausweg. Ja, das war so. Ich habe in diesen Momenten oft daran gedacht, dass ich in meinem Leben, so wie es war, keinen Wert sah, keinen Sinn sah. Und Gott sei Dank hatte ich Freunde, die mir eine zweite Chance, meine Familie, die mir eine zweite Chance gegeben hat. Und deswegen bin ich ein großer Anhänger der zweiten Chance. Mhm. Es ist so, dass man im Leben halt nicht immer nur gerade Wege hat, sondern man kommt da schon mal ab. Da bin ich ja nicht der Einzige. Absolut nicht. Und die zweite Chance halte ich deshalb für auch in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft eine Pflicht der Gesellschaft, dass man Menschen eine zweite Chance gibt. Bei Ihnen, wenn man Sie heute kennt, kann man sich gar nicht vorstellen, was überhaupt der Auslöser war, dass Sie an dem Punkt überhaupt gekommen sind. Also das Elternhaus, also der Vater Polizist, SPD, die Mutter Sekretärin, Hausfrau, CDU, angeblich die bessere Moderatorin und politische Streiterin in der Familie, die Geschwister allesamt eben mit guter Ausbildung und guten Jobs. Wie ist es bei Ihnen passiert, dass Sie an diesem Punkt gekommen sind? Na, das war schon so eine Akkumulation von so einer Zusammenballung verschiedener Elemente, die Sie ja in der Anmoderation gezeigt haben. Also ich hatte diesen spintisierten Gedanken im Kopf, ich könnte Fußballprofi werden. So talentiert war ich gar nicht, auf keinen Fall. Aber erzählen Sie mal einem 17-Jährigen, du bist gar nicht so talentiert. Den hätte ich also, mit dem hätte ich nie wieder geredet. Ich wollte das, da bin ich... habe ich mich drauf gestürzt. Wir waren auch eine erfolgreiche Jugendfußballmannschaft und meine Freunde, mit denen ich heute noch eng befreundet bin, wir hatten alle irgendwie diesen Traum, habe dann die Schule nicht mehr ernst genommen. Das war die 11. Klasse, Sie dann einmal wiederholt haben und dann nochmal gescheitert sind daran. Und dann war, genau, und dann war das irgendwann in der Schule war Schluss und Fußballprofi war auch nichts. Und dann habe ich mich noch verletzt, konnte sowieso nicht mehr spielen und ja gut, dann...
fing irgendwann dieser Prozess an, dass ich am stärksten war, wenn ich einen im Kahn hatte. Da war ich also auch vor mir selbst irgendwie der Held. Und das sind die üblichen Entwicklungen irgendwann. Da war ich 24 Jahre alt, habe ich mir gedacht, entweder oder. Und ich muss zugeben, in der Sekunde, wo ich mich entschieden hatte, du führst ein anderes Leben, war das Thema Alkohol für mich erledigt. Gott sei Dank bis heute zu habe ich da auch nie mehr ein Problem mit gehabt. Und ich will das offen bekennen, der schönste Tag dieser Zeit war schlechter als der schlechteste Tag danach. Sie waren Alkoholiker, das ist so. Also ja. Sie waren einfach abhängig vom Alkohol. Sie sagen, dass der 26.06.1980 der entscheidendste Tag des Lebens war. Eindeutig. Eine zweite Geburt, wieso? Ja, das war der Tag, an dem ich entschieden habe, aufzuhören. Und, macht man ja nicht einfach so nach einer so langen Zeit und in der man doch vieles versucht hat wahrscheinlich. Was ist passiert? Ja, aber ich habe das gerade versucht zu erläutern, wenn Sie einmal diese Entscheidung getroffen haben. Plötzlich, das war wie eine Befreiung, eine Befreiung für mich selbst. Wenn Sie in so einer Spirale drinstecken und Sie hören dann auf, dann... Man kann ja gar nicht so, also nach allem, was wir wissen über diese Zustände, kann man gar nicht einfach aufhören. Ich glaube, wenn Sie jung sind, bringen Sie diese physische und psychische Kraft noch auf. Mhm. Je älter man wird, desto schwieriger wird es. Das habe ich auch oft erlebt, dass Leute, die dann immer, Sie müssen mal sehen, ich war 18 Jahre, als ich anfing, regelmäßig Alkohol zu trinken. Und dann mit 24 habe ich aufgehört. Das sind 6 Jahre, aber das ist eine relativ im Verhältnis zu sonstigen Lebensläufen kurze Zeit. Mhm. Und Sie sind als junger Mann, als junge Frau doch physisch und auch psychisch noch stärker in der Lage, das anzupacken. Und dann haben Sie halt plötzlich so Erlebnisse, dass Sie plötzlich merken, dass morgens die Sonne aufgeht und dass sie abends untergeht. Und dass es warm ist und kalt ist und dass es hell und dunkel sein kann und dass es Vögel gibt, die zwitschern und dass plötzlich das Leben wieder erwacht. Und für mich war das so, dass ich plötzlich bemerkt und realisiert habe, mein Gott, was hast du jetzt in den letzten Jahren gemacht? Wie kannst du dein Leben so wegwerfen? Das hat mich dann natürlich auch beflügelt, aber Sie haben eben einen wichtigen Hinweis gegeben. Es war, das muss ich auch korrigieren, nicht nur dieser Tag, sondern auch der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe, an dem wir geheiratet haben und an dem unsere Kinder, die Tage, an denen unsere Kinder zur Welt gekommen sind, haben mindestens, wenn nicht sogar mehr, den Charakter einer Krönung in meinem Leben. Sie hätten sie wahrscheinlich eben gar nicht kennengelernt, wenn Sie nicht diesen ersten Schritt gemacht hätten. Ganz sicher. Ihre Frau, darf ich das so sagen? Es gibt ganz wenig Fotos von Ihnen mit Ihrer Frau. Sie sind 30 Jahre verheiratet. 32 Jahre allerhand. Das ist eins der wenigen, das wir gefunden haben. Das ist bestimmt, als Ihnen der Karlspreis verliehen wird. Nee, das ist beim Reitturnier in Aachen. Trotzdem gibt es ganz wenig Fotos von Ihnen beiden. Ist das eine bewusste Entscheidung, die Familie rauszuhalten? Warum? Ich war 30 Jahre alt, als ich das Angebot bekam, Bürgermeister von Würsel zu werden. Also mitten in der Wahlperiode trat mein Amtsvorgänger zurück und ich bekam die Chance, durch den Rat der Stadt gewählt zu werden. Wir hatten damals eine absolute Mehrheit in der Stadt und konnte dann Bürgermeister werden. Da waren wir jung verheiratet, meine Frau in Umständen von unserem ersten Kind. Und ich habe dann meiner Frau gesagt, ich könnte Bürgermeister werden. Dann hat meine Frau damals gesagt, lass uns eine Vereinbarung treffen, mach das. Mhm. Aber bitte halt mich aus der Öffentlichkeit raus. Ich möchte das nicht. Ich möchte mein Leben leben. Meine Frau war sehr lange, sehr erfolgreich selbstständig und hat mir gesagt, ich möchte mein Leben leben. Ich trage deine Politik mit, aber, und das haben wir bis heute vereinbart. Wenn Sie erfolgreich sind, dann ist Ihre Frau die First Lady. Dann kann sie sich vermutlich nicht mehr so raushalten. Haben Sie über diesen Fall schon mal geredet? Hat sie eigentlich ihr Einverständnis gegeben für das Abenteuer dieses Jahres? Mich hat neulich jemand gefragt, ob aus meiner Frau der Herr Sauer würde, also der Ehemann von Frau Merkel. Das ist ohne Geschlechtsumwandlung schwer möglich. Das ist sinngemäß eine Art Herr Sauer. Er hält sich sehr zurück. Ja, er ist nicht auch da, so wird das bei Ihrer Frau sein? Auch sein. Kann man das durchhalten? Will nicht das Publikum auch wissen, was hat der für eine Familie? Wie ist der so? Ich glaube, dass die jetzige Amtsinhaberin, die CDU-Vorsitzende, das sehr konsequent durchgehalten hat. Ich würde das genauso halten. Mhm. Und ich glaube, dass wir Gott sei Dank ein Land sind, in dem weder die Show-Effekte, die sich um so eine First Lady rum inszenieren lassen, noch der Druck anderer Art verlangt wird. Natürlich gibt es ein Interesse, klar. Aber ich glaube, wenn man als Person des öffentlichen Lebens mit seinen Angehörigen, mit den Kindern, auch mit meinen Kindern, die sehr solidarisch mit mir sind, zwei erwachsene Kinder, die viel Zeit ohne ihren Vater verbracht haben und mir immer gesagt haben, wir stehen hinter deiner Politik, aber mach du es umgekehrt so, dass du uns nicht zwingst, das zu tun, was du tust, nämlich ein
öffentliches Leben zu leben. Ich finde, das muss man respektieren, das habe ich auch getan. Das heißt, in der Politik wird wahnsinnig viel getrunken. Es gibt Joschka Fischers Ausspruch, dass das Parlament manchmal wie eine ordinäre Ansammlung von Alkoholikern stinkt. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, gerade in diesem Beruf, wo es Empfänge gibt, wo es morgens schon mit irgendwelchen Frühschoppen losgehen kann, wo Sie ja auch gesellschaftlich, Alkohol ist so ein gesellschaftliches Schmiermittel, jeder macht es. Fällt es Ihnen schwer zu sagen, mache ich nicht? Na, erstmal fand ich diesen Ausspruch von dem Joschka Fischer falsch. Also ich habe das nie so empfunden. Ich habe selber gerne Wein getrunken. Ja, wenn er das so empfunden hat. Also ich bin ja auch 22 Jahre Parlamentarier gewesen. Ich habe das nie so empfunden. Vielleicht gibt es mal hier und da einen, der schon mal gerne einen Becher hat, aber die überwältigende Mehrheit der Mitglieder des Parlaments arbeitet hart, von morgens bis abends. Fällt es schwer? Überhaupt nicht? Ich nehme das überhaupt nicht zur Kenntnis. Okay. Sie sind, haben Sie ja gesagt, mit 31 der jüngste Bürgermeister gewesen in Nordrhein-Westfalen, von Würselen, sage ich. Sie sagen Würseln? Würselen, ja. Würselen? Ich spreche das richtig. Sind Sie machtbewusst? Bestimmt, ja. Also jemand, der nach der Posten strebt, der sich auch ein bisschen dann das erkämpft? Erkämpft, ja. Ich glaube, wer in die Politik geht und meint, dass er als Person und auch mit seinem Programm Mehrheiten gewinnt, weil er was gestalten will, der strebt Macht an. Mhm. Nichts anderes. Und das tue ich, natürlich. Bei Schröder gibt es diese Geschichte, er rüttelt an den Gittern des Kanzleramts. Bei Ihnen gibt es die Geschichte, Sie kommen in den leeren Saal des Europäischen Parlaments. Zufälligerweise ist eben auch der Präsidentensitz frei. Und da setzen Sie sich hin und sagen, hier will ich mal hin? Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig, aber ich weiß gar nicht, wer die Story erzählt hat. Da waren nur ganz wenige Leute bei. Irgendeiner davon muss es erzählt haben. Aber das hat ja die Runde gemacht. Das war witzig. Ich kam zum ersten Mal in diesen Plenarsaal. Und dann bin ich halt, weil ich schon mal Jokes mache, da hingegangen. Ich habe gesagt, wer sitzt hier? Präsident. Da habe ich gesagt, komme ich auch hin. Mhm. Also das war 1994. Und das war damals ein Scherz. Ich hätte damals nie geglaubt, dass ich auf diesen Platz mal komme. Stimmt es, dass Sie dem noch Parteichef Sigmar Gabriel die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt haben, ich werde Kanzlerkandidat, aber nur, wenn ich auch den Parteivorsitz machen kann? Nein, das stimmt nicht. Das Stunken unterlogen. Nein. Jetzt ist er genauso beliebt wie die Kanzlerin. War es eigentlich ein Fehler? Aber das finde ich super. Gabriel ist so beliebt wie die Kanzlerin? Ja, so, also es ist, seitdem er Außenminister ist und nicht mehr Parteivorsitzender. Ja, war es eigentlich ein Fehler, dass er nicht mehr Parteivorsitzender ist? Nein, ich glaube, das gehört schon in einer Hand, wenn Sie sich mal die CDU-Vorsitzende anschauen. Die ist Amtsinhaberin im Kanzleramt und gleichzeitig die Vorsitzende der CDU. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass der Herausforderer auch Vorsitzender seiner Partei ist. Und Ihre Frage war, haben Sie Sigmar Gabriel die Pistole auf die Brust? Und meine Antwort ist eindeutig nein. Denn Sigmar Gabriel und ich haben genau dieses Vorgehen im gegenseitigen Einvernehmen nach einer sehr, sehr intensiven Analyse gemeinschaftlich beschlossen. Kurze Antworten sind bei der Ja-Nein-Runde gefragt, wenn ich darf. Muss Ralf Stegner vom SPD-Vorsitz in Schleswig-Holstein zurücktreten? Nein. Ursula von der Leyen wird bis zum Herbst Verteidigungsministerin bleiben? Darf ich noch mal von vorne anfangen? Muss man da immer nur Ja oder Nein sein oder darf man noch was dazu? Eigentlich nur Ja oder Nein. Okay, alles klar. Also dann die nächste Frage. Sonst hätte ich bei Stegner noch was dazu gesagt. Nee, bei Ursula von der Leyen wird sie bis zum Herbst Verteidigungsministerin bleiben? Ich fürchte, ja. Das war schon zwei Wörter mehr. Okay. Es gibt einen Streit, ob auf das wieder aufgebaute Berliner Schloss im Herzen der Hauptstadt wieder ein christliches Kreuz zu stehen hat. Sollte es dahin, ja oder nein? Ja. Donald Trump wird am Ende dieses Jahres noch US-Präsident sein? Ja. Könnten Sie auch sagen, ich fürchte, ja. Aber Sie haben ja jetzt verboten bei dem Kreuz. Hätte ich auch gesagt, wenn das Schloss schon integral so wiederhergestellt wird, wie es war, dann soll das Kreuz dahin. Und Trump, ich fürchte, ja. Computer werden in naher Zukunft die Arbeit der Menschen überflüssig machen? Nein. So, diesen Punkt wollen wir vertiefen. Mein nächster Gast hat nämlich die Sorge, dass die Politik auf die großen Veränderungen, die uns über die Digitalisierung der Arbeitswelt erreichen, noch nicht ordentlich Antworten gefunden hat. Braucht man am Fließband in Zukunft noch Arbeiter, wenn Roboter alles montieren? Werden in Zeiten autonom fahrender Autos noch Taxifahrer gebraucht? Wird es bei Lieferung per Drohne noch Paketboten geben?
Wirtschaftsexperten warnen schon seit langem vor einer neuen industriellen Revolution. Pessimistische Prognosen gehen davon aus, dass jeder zweite Job durch die Digitalisierung wegfallen könnte. In der Politik spielt das Thema bisher kaum eine Rolle, obwohl Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Der Wahlkämpfer Martin Schulz verspricht sichere Arbeitsplätze. ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar fragt, weiß die Politik wirklich, wie dramatisch die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändern wird? Und er ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar. Freut mich sehr. Um das vorwegzuklären, Sie duzen sich. Ja. Aber Sie sind jetzt nicht die engsten Freunde. Wie kommt das? Ich bin nicht in der Partei. Ich darf nicht mal in Deutschland wählen. Aber schätze Martin Schulz als Person, ja. Und woher kommt das du? Das kommt aus durchaus einigen Debatten, die wir geführt haben. Ich greife das mal direkt auf. Bitte. Weil es wird ja immer über Fakten gesprochen, immer darüber, ja, wo bleiben die Fakten? Wir hatten eine wunderbare Debatte vor 3 Jahren. Da ging es rund um das Thema Internet, die großen Konzerne, Google, die Frage, ob möglicherweise kartellrechtliche Schritte gemacht werden. Und das war eine sehr intelligente Debatte, damals ausgelöst von dem leider verstorbenen Frank Schirmacher. Und da haben wir uns kennengelernt und Martin Schulz hat einen bemerkenswerten Aufsatz auch geschrieben. Das Ganze ist zu einem Buch geworden. Ich durfte auch beitragen. Und diese Debatte zeigt eigentlich auch eine gewisse Eindringtiefe in Themen. Das ist immer das große Problem. Das sind Themen, da muss man sich länger mit befassen. An einem weiß ich einfach, da war mir sehr viel sympathisch, was er da gedacht hat. Und dann duzt man sich? Nein. Das sind ja Nachbarn. Ich habe in Aachen studiert, also das ist... Aber wie gesagt, ich duze auch andere und das hat nichts... Okay, wir duzen uns auch. Ja, okay, wir duzen uns auch, gut. Dennoch, also der Blick in die Arbeitswelt, das haben viele nicht so, glaube ich, mitbekommen. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus im Hinblick auf die Digitalisierung? Es gibt ja Experten, die sagen, jeder zweite Arbeitsplatz, also die Hälfte dessen, was wir heute haben, wird wegfallen. Und zwar eben nicht nur im Bereich... da, wo Autos zusammengeschraubt werden am Fließband. Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Also was wir alle merken ist, da gibt es eine echte Revolution. Also wir reden ja von der digitalen Revolution. Wir merken, dass es sowas wie einen technischen Umbruch gibt. Und man muss nur mal in der Geschichte gucken, was passiert ist bei solchen technischen Revolutionen. Ich nehme die Dampfmaschine, die in gewisser Weise mit der beginnenden Industrialisierung eigentlich die Ursache war für die Genese dieser Partei. Wir stehen heute vor einem ähnlichen Phasenübergang. Und das bedeutet, wir müssen uns sehr genau überlegen, ist überhaupt unsere Politik, ist die Art und Weise, wie wir aufgestellt sind, korrekt? Ich greife mal einen Aspekt auf. Darf ich mal nachhaken, weil das beunruhigt ja ganz viele Leute. Und das würde mich schon von beiden interessieren. 50% der Arbeitsplätze werden wegfallen. Glauben Sie das? Glaubst du das? 50% der Arbeitsplätze möglicherweise, wie wir sie heute kennen. Aber das heißt ja nicht, dass menschliche Arbeit insgesamt verschwinden wird. Es werden völlig neue Berufsfelder, völlig neue Betätigungsfelder entstehen. Möglicherweise solche, an die wir heute noch gar nicht denken. Also was wir merken ist, ob das 50 oder mehr sind, ehrlich gesagt, wenn man genau hinschaut, ist das gar nicht so bezifferbar. Es können aber mehr sein. Es können mehr sein. Ich habe letztens eine sehr spannende Debatte geführt in der Autoindustrie. Und dann merkt man, dass selbst die Verantwortlichen nicht so richtig wissen, wo geht die Reise hin. Warum? Wir haben eine Digitalisierung, die in der Folge mit Algorithmen, mit Automatismus, mit einer völlig neuen Art zu produzieren dazu führt. Und diese Vision, das war Science Fiction vielleicht noch vor 20 Jahren, aber die wird allmählich Realität in dem einen oder anderen Bereich, wo Fabriken autonom arbeiten, wo also tatsächlich einfach kein Platz für Menschen ist. Wir reden von der Autoindustrie. Ich nehme das mal als Beispiel, weil es eine zentrale Industrie hier in Deutschland ist. Und wenn man wirklich mit Fachleuten redet, dann merkt man, wir stehen möglicherweise an einer Schwelle, wo Mobilität anders funktioniert. Das merken wir eigentlich alle. Also wenn Sie Kinder haben, merken Sie, unsere Kinder wollen keine Autos mehr. Ja? Die nutzen manchmal ein Auto, sie kaufen es nicht. Sie setzen auf andere Mobilitätskonzepte. In den großen Städten, und große Städte, das ist 50% der Weltbevölkerung, die inzwischen darin wohnt, da werden zum Teil Autos gar nicht mehr zugelassen, weil die Luftverschmutzung zu groß ist, weil die Stauproblematik immens ist. Das heißt, wir stehen im Moment, und das muss man sich klar machen, am Anfang einer epochalen Veränderung. Und meine Sorge ist, dass wir
mit einer Politik, mit einer Mechanik, auch mit Kategorien aus dem, ich übertreibe es mal, letzten Jahrhundert uns aufstellen, um Probleme des nächsten Jahrhunderts zu lösen. Und dass das schon anfängt, merken wir. Warum? In ganz Europa haben wir einen seltsamen Ruck, ein Auseinanderfallen von den großen Parteien. Selbst hier in Deutschland. Die letzte NRW-Wahl war, glaube ich, das schlechteste Ergebnis der SPD, das zweitschlechteste für die CDU. In Frankreich haben wir gesehen, ja, dass sozusagen diese Mitte die einfach sich wegschmilzt. Ja. Die Welt wird instabil. Und ich glaube, da gibt es Herausforderungen. Wir werden das vielleicht noch die nächsten 4 Jahre schaffen. Aber irgendwann geht das auseinander. Und wenn man nicht früh genug beginnt, dann hat man das nach. Dann versuchen wir doch, den Kandidaten zu fragen. Also, es fallen Arbeitsplätze weg in der Autoindustrie, und zwar in der Fertigung. Unter anderem, ich habe gehört, Buchhalter, also alles, was ein Algorithmus auch lösen kann, kann im Prinzip dann auch eine Maschine machen oder ein Computer. Also Buchhalter, Steuerberater. Bei den Banken sehen wir es ja, die Filialen werden zugemacht, alle machen es selber, Online-Banking. Überhaupt macht man im Handel sehr vieles selber. Also Herr Schulz, können Sie denn als Politiker Ihren Wählern versprechen, der Schrauber bei Mercedes, der Buchhalter in vielleicht im öffentlichen Bereich, und der Bankangestellte hat morgen noch einen Job? Nein. Ein Politiker, der das verspricht, der begeht eine Fahrlässigkeit. Ich kann was ganz anderes tun. Nämlich? Das mache ich schon seit geraumer Zeit. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, was Ranga beschreibt, zu thematisieren. Ich habe damals diesen Aufsatz geschrieben mit Blick auf zwei Komponenten. Einmal, was passiert, wenn Arbeit wegfällt und die Menschen immer noch da sind? So. Und zum anderen, was macht das mit unserer Gesellschaft und was machen große Internetkonzerne mit uns als Individuen? Das wäre die nächste Frage, aber wir haben erstmal die ersten beiden. Die vielleicht gleich nochmal darauf zurück. Nicht unwichtig. Ich war, wenn ich das mal mit einem praktischen Beispiel, warum ein Politiker das nicht versprechen kann, wenn du jetzt heute deinen Arbeitsplatz verlierst, sorge ich dafür, dass du morgen einen neuen hast. Das kann Politik nicht. Aber die Grundvoraussetzungen schaffen, damit Leute in einer sich verändernden Arbeitswelt selbstbestimmt, auch mit ihren eigenen Ideen, ihrer Kreativität, neue Arbeitsfelder entwickeln können. Das ist das, warum wir glauben, dass die Investition in Qualifizierung und Ausbildung so wichtig ist. Die Investition in unsere Schulen, damit die Kinder schon mit dem Netz vom ersten Tag an lernen, umzugehen. Darf ich mal ein Beispiel nennen? Ich war vor wenigen Wochen bei einer der größten Druckmaschinenfabriken der Welt. Das ist in Deutschland, ein deutsches Unternehmen, Heidelberger Druck. Heidelberger Druck ist auch eine der größten Druckereien. Da bin ich rundgeführt worden mit Druckerei. Also das ist fantastisch, wenn Sie sehen, was da gemacht wird an Qualität und in der Schnelligkeit. Gleichzeitig sagt mir der Vorstandsvorsitzende, wir sind aber, wie gesagt, nicht nur die größte Druckerei. Wir produzieren auch die größten Druckmaschinen, neue. Und unsere neuen Druckmaschinen ersetzen die Arbeitsplätze der Leute, die Sie gerade hier noch an den Druckern sehen. Macht keinen Spaß. Und dahin zu gehen und zu sagen, aber die Qualifikationen, die die haben, die Leute, die das sind ja keine Offset-Drucker mehr, das sind Ingenieure, die da stehen und, oder wie nennt man das, Leute, die an so einem Computer programmieren können. Wenn wir andere Tätigkeitsfelder entwickeln, nehmen wir mal an im Umweltbereich, nehmen wir mal an bei den menschennahen Dienstleistungen, dann wird es sich auch dort neue Arbeitsfelder geben. Wir müssen die Leute in die Lage versetzen, diese Arbeit anzunehmen und die Arbeitsplätze auch besetzen zu können. Das ist das eine. Das ist die Ausbildung derer, die jetzt auf den Arbeitsmarkt gehen. Es werden trotzdem nicht derjenigen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt gehen, die zukünftig auf den Arbeitsmarkt gehen werden. Ja. Noch ist die Arbeit ja da. Aber wir werden die Gesellschaft darauf vorbereiten müssen, dass das, was man disruptiv nennt, in immer schnelleren Abständen Veränderungen herbeigeführt werden. Aber dass die Leute in die Lage versetzt werden, auch durch ihre eigene Kreativität selbstbestimmt neue Arbeit zu entwickeln. Das sind Start-ups zum Beispiel, die uns da eine ganze Menge an Ideen liefern, die wir fördern müssen. Gegen Bildung und Ausbildung werden Sie niemanden finden, der aufsteht und sagt, finden wir eine ganz blöde Idee. Also das ist natürlich das eine. Aber in Deutschland haben wir leider zu viele, die da nicht investieren wollen. Aber wir haben immer Politiker, die sagen, wir machen das. Das ist, ich glaube, in Köln gibt es den Spruch, versprechen und halten, beides geht nicht. Und gerade bei der Bildung, ich sag mal, als Vater von 4 Kindern kann ich ein Lied davon singen, ist es so, dass immer vor Wahlen gesagt wird, Bildung ist wichtig. Dann ist die Wahl vorbei und es ist vergessen. Und ich meine, der Lackmustest besteht wirklich darin, und das sehen alle Eltern, die Schüler zu Hause haben, wenn man sich den maroden Zustand unserer Schulen anschaut, wenn man sich klar macht, wir sind eines der Industrienationen weltweit. Und die Schulen haben einen Zustand wie verlassene Autobahnraststätten. Wenn man sich klar macht, dass wir alleine, um diese Gebäude zu sanieren,
bereits heute, sagen Experten, über 30 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Also wenn ich Schäubles Geld hätte, würde ich sagen, okay, es gibt nur einen Topf, renovier diese Schulen. So, der sagt natürlich, das ist Ländersache, da darf ich gar nichts machen. Und er sagt, die Kapazitäten sind aus. Also, aber das, glauben also, Sie denn, das ist das Absurde, glauben Sie das ist das Absurde glauben der Sie denn Länder. Die Eltern, Frau Maischberger, glauben Sie denn, die Eltern, die Erfahrung machen, die der Ranga macht, ja, die scheren sich darum, wer dafür zuständig ist. Lassen Sie uns mal mit diesem Kompetenz. Aber er hat ja auch gleichzeitig gesagt, es wird immer im Wahlkampf genommen. Ich würde trotzdem gerne noch auf einen anderen Punkt. Wir wollen ja oft in Details aber gehen, dann kann man nicht drüber hinweggehen und sagen, es wird immer im Wahlkampf gemacht. Es wird jetzt Zeit, dass wir das Problem anpacken. Er hat 4 Kinder großgezogen, es wird immer im Wahlkampf gemacht. Wir sind jetzt aus der Schule raus. Aber es geht darum, im Antrag ist, glaube ich, zu lesen, dass sozusagen diese lokale Zuständigkeit der Länder aufgehoben wird. Kooperation. Ich sage ehrlich, das ist der größte. Nein, es ist der größte Anachronismus, den wir haben. Und auch da wiederum, ich nehme das ganz normale Leben. Sie haben eine Familie, die sitzt in Nordrhein-Westfalen. Der Vater wird versetzt nach Baden-Württemberg oder nach Bayern. Die Kinder müssen mit. Fragen Sie einfach mal, was mit den Kindern passiert. Das ist absurd. In einer globalen Welt machen wir hier Kleinstaaterei bei einem so essentiellen Thema. Es gibt, ehrlich gesagt, für mich, das ist Common Sense, kein Grund, warum Mathematik sind in Bremen weit offen, anders auf beiden werden Seiten sollte als in München. Auch da werden wir sehen, ob es Ihnen gelingt. Da sind wir ja an demselben Punkt wie bei den Kitas. Tatsächlich ist die föderale Struktur etwas, was in Europa ein großes Thema ist natürlich. Und das müssen wir heute auch noch besprechen. Insofern erstmal herzlichen Dank, Ranga Yogeshwar, für diesen Einblick, ob die Macht der Konzerne schon mittlerweile die Macht der Politik aufgelöst hat. Müssen wir beim nächsten Mal besprechen. Ich würde gerne zu Europa noch einmal kommen, weil Sie auch gesagt haben, vielleicht sollte man das vertiefen. Er war der EU-Parlamentspräsident und als solcher hat natürlich Martin Schulz eine Spur hinterlassen. Es hieß, er war der politischste Präsident, den dieses Parlament jemals gehabt hat. Was heißt das eigentlich jetzt für den Kanzler Martin Schulz, wenn er es wird? Herr Schulz, soweit ich weiß, wird in Italien gerade ein Film über die Nazi-Konzentrationslager gedreht. Ich schlage Sie für die Rolle des Capo vor. Sein Streit mit Silvio Berlusconi macht Martin Schulz 2003 schlagartig bekannt. Der damalige SPD-Abgeordnete im Europaparlament hatte den italienischen Ministerpräsidenten scharf attackiert. Und Berlusconi reagierte mit diesem Nazi-Vergleich. Martin Schulz wird fortan über viele Jahre zum Inbegriff des kämpferischen EU-Parlamentariers. Er verurteilt nationale Alleingänge, will lieber mehr als weniger Macht für Europa. Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld ist skeptisch und kritisiert den früheren EU-Parlamentspräsidenten. In Europa ist Martin Schulz ein altbekanntes Gesicht mit altbekannten Rezepten und altbekannten Überlegungen, die schiefgegangen sind. Ja, da war Martin Schulz nicht dabei, aber heute ist er da. Und Ursula Weidenfeld ist hier, um das, was sie gesagt hat, noch mal zu unterfüttern. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Also, wenn Schulz Kanzler wird, ist das kein guter Tag für Deutschland. Warum? Naja, ob es ein guter Tag für Deutschland ist oder nicht, das wissen wir ja noch nicht. Er ist ja noch nicht Kanzler. Aber wenn wir uns die Ideen anschauen, die Sie, Herr Schulz, in den letzten Jahren präsentiert haben für Europa, dann gibt es schon Grund zu zweifeln und sich zu fragen, ist das alles richtig? Sie haben Eurobonds, also gemeinschaftliche Verschuldung, für Europa vorgeschlagen auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise. Sie haben immer wieder auch gefordert, dass es eine europäische Wirtschaft, eine Finanzregierung geben soll. Und die Frage, ob das am Ende im Interesse Deutschlands ist, da würde ich sehr große Fragezeichen haben, möglicherweise in 10, 20 Jahren mal, aber auf keinen Fall in dieser Legislaturperiode und auch nicht in der nächsten. Warum? Was ist so falsch daran, um einen Punkt dann auch in der Debatte aufzugreifen, Eurobonds, also die gemeinsame Verschuldung? Warum soll nicht jeder auch für den anderen mit verantwortlich Weil sein? Wir immer noch Nationalstaaten haben, weil wir eine nationale Verantwortung für das Budget, für das Geld haben, weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass ganz viele Europäer, auch Deutsche, das auch so wollen. Die wollen nicht ihre Kompetenz abgeben an die Europäische Kommission oder an ein europäisches Parlament. Und das muss man respektieren. Und das muss man vor allem dann respektieren, wenn man als jetzt nationaler Spitzenpolitiker sich um das Kanzleramt bewirbt. Respektieren Sie es, Herr Schulz? Wird es unter Ihnen eine gemeinsame Eurobonds gehen, also eine gemeinsame Verschuldung?
der Nationen in Europa. Gemeinsame Verschuldung und Übernahme von gemeinsamen Schulden ist im EU-Vertrag verboten. Sie haben also es gefordert, 2012, glaube ich. Ist im EU-Vertrag verboten. Dennoch hat die Bundesrepublik Deutschland unter Führung der CDU-Vorsitzenden die Übernahme von Haftung für die Schulden, die in der Eurozone entstanden, akzeptiert. Wir haben damals Sie haben damals als Parlamentspräsident sehr dafür geworben. Ich versuche mal meinen Satz zu Ende. Entschuldigung. Also die CDU-Vorsitzende hat damals der gemeinsamen Übernahme von Verschuldung zugestimmt. Dann gab es unterschiedliche Debatten. Eurobonds wäre eine Möglichkeit gewesen. Mhm. Entschieden haben wir uns am Ende für den europäischen Stabilitätsmechanismus, der, ich glaube, heute noch über 400 Milliarden Euro beinhaltet. Damals hatte er jedenfalls ein solches Volumen. Ich weiß nicht, wie viel genau jetzt im Moment drin ist. Von dem, glaube ich, 27% aus der Bundesrepublik Deutschland kommen. 20% aus Frankreich, 18% aus Italien. Das sind die drei G7-Staaten in der Eurozone. Von denen 38% verbürgen, also Italien und Frankreich. Also die Länder zahlen nach ihrer Leistungsfähigkeit. Eben, Deutschland nach 27%. Ich sage das mal, um zu sehen, dass es eben nicht nur deutsches Geld ist, sondern es ist auch Risikoübernahme anderer Länder. Und deshalb haben die Länder insgesamt für die Risiken, die dort entstanden sind, übrigens zu großen Teilen durch die Bankenkrise ausgelöst, gemeinschaftlich Verantwortung übernommen. Seitdem ist diese Debatte überflüssig und beendet. Und ich finde, das haben wir damals in der Großen Koalition, in der wir damals saßen, Peer Steinbrück als Finanzminister und die Vorsitzende der CDU, sehr konsequent gemeinsam gemacht. Insofern, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Lösung, die aber nicht davon ablenken kann, dass wir innerhalb der Eurozone heute bereits Kompetenzen, innerhalb der EU, aber in der Eurozone insbesondere Kompetenzen abgegeben haben. Die EU-Kommission überprüft die Haushalte der Mitgliedstaaten auf die Defizitkriterien. Sie hat Interventionsmöglichkeiten, wenn das nicht eingehalten wird. Wir haben heute einen Haushaltskommissar bei der EU, einen Finanzkommissar, dem die Mitgliedstaaten, auch die Bundesrepublik Deutschland, den Haushaltsentwurf vorab schicken muss. Das heißt, man muss nicht immer so tun, als gäbe es all diese Dinge nicht schon in Ansätzen. Die Frage ist, wie wir sie weiterentwickeln und vertiefen. Ich glaube, dass es heute viel wichtiger ist, die Steuerflucht und die Steuervermeidung in der Eurozone zu bekämpfen, als anstatt über Instrumente zu diskutieren. In dem Thema sind Sie ja nun wirklich einer derjenigen, die es verhindert haben, dass wir Transparenz darüber bekommen. Sie haben als Präsident des Europäischen Parlaments verhindert, dass es einen Untersuchungsausschuss zu Luxemburg gibt, dass ich es einen Untersuchungsausschuss... Das tut mir aufrichtig leid. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Der LuxLeaks-Ausschuss des Europaparlaments... Das war ein Sonderausschuss, dem Sie zugestimmt haben, der wesentlich weniger Kompetenzen hat als ein Untersuchungsausschuss. Auch das stimmt nicht. Der LuxLeaks-Ausschuss des Europaparlaments konnte sein Mandat selbst definieren. Da müssen Sie schon tief einsteigen, Frau Weidenfeld. Also, das Untersuchungsrecht des Europäischen Parlaments ist nicht vergleichbar mit dem nationaler Parlament. Ich sage Ihnen, warum. Ein nationales Parlament kann einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wenn der Verdacht des Rechtsbruchs vorliegt. Nach europäischem Recht, die Untersuchungsausschüsse sind... Es ging um Hören Sie doch mal zu Ende zu. Sie haben einen harten Vorwurf gegen mich erhoben. Jetzt gerade. Und dann finde ich, es ist mindestens fair, dass ich mich gegen diesen Vorwurf mit einem vollständigen Satz wehren kann. Das Untersuchungsrecht des Europaparlaments ist nicht vergleichbar mit dem nationaler Parlamente. Es ist schwächer. Der Sonderausschuss, den wir eingesetzt haben, hat stärkere Rechte als der Untersuchungsausschuss. Der tagt. Und die Leute, die in diesem Ausschuss arbeiten, haben mit großer Unterstützung von mir eine ganze Menge bei der Steuerflucht und Steuerhinterziehung zutage gefördert. Deshalb ist das schlicht und ergreifend nicht wahr, was Sie da sagen. Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt bei beiden unbeliebt mache, weil ich das Thema wechsle. An der Stelle, Sie haben Ihren Vorwurf formuliert, er hat darauf geantwortet. Ich habe jetzt aus dem anderen Punkt Eurobonds verstanden. Als Kanzler werden Sie nicht einmal dieses Thema noch mal aufmachen, das ist passé. Das andere Thema, was Frau Weidenfeld aufgemacht hat, war ja der gemeinsame Wirtschafts- und Finanzminister für die EU. Das habe ich in Ihrem Programm tatsächlich gelesen. Das ist eine Forderung, die SPD jetzt auch erhebt. Was ist denn so verkehrt daran, Frau Weidenfeld, einen gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzminister zu haben, wenn wir ohnehin in der Eurozone zusammenstecken? Wir stecken in der Eurozone zusammen, aber es gibt in der Eurozone, und das haben wir ja jetzt gerade wieder gesehen, an der Griechenland-Debatte um die Griechenland-Schulden, wir haben in der Eurozone sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Wir haben die Interessen der Nordländer, also Deutschland, Niederlande, Finnland,
die sehr, sehr zurückhaltend sind bei der Frage, wie viel weitere Kompetenzen wollen wir nach Europa geben, weil sie fürchten, dass dann eine bestimmte andere Mentalität überhand nimmt. Und dann haben wir die Interessen der Südländer, die diesen Interessen oder die diesen, dieser Debatte sehr aufgeschlossen sind, weil sie hoffen, dass dann die deutsche Dominanz, also dass Deutschland sozusagen immer bestimmt, wo es lang geht in Europa, gebrochen wird. Das solange kann, die Interessen so weit auseinander sind, glauben Sie, kann man das eben nicht in eine, das könnte man ja auch umgekehrt sehen und sagen, genau deshalb. Ja, ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass man offen dafür wirbt und dass man sich als Kanzlerkandidat mit einem solchen Programm bewirbt um Zustimmung. Ich glaube halt eben einfach nur, dass wir im Augenblick noch nicht in einer Situation sind, in der sowas sinnvoll ist, okay, weil wir so heterogen sind und weil die Interessen so auseinanderlaufen. Kann man sich das eigentlich so vorstellen, Herr Schulz, dass dann jemand wie der Bundesfinanzminister Schäuble eigentlich nichts mehr zu sagen hat, weil dann die Steuersätze der Bundesrepublik in Brüssel bestimmt werden, eben vom europäischen Finanzminister? Nein. Die EU hat keine eigene Steuerkompetenz. Sie kann sich maximal, wozu ich dringend rate, auf gemeinsame Mindeststeuersätze einigen, damit die ziemlich gefährliche Dumpingpolitik, die einige Länder, übrigens auch in der Eurozone, gegen andere Länder betreiben, mit Niedrigsteuersätzen aufhört. Wenn ich das sage, dann aus einem ganz einfachen Grund, weil ein Land, das damit massiv operiert hat, am Ende fast den größten regelrechten Zusammenbruch und das größte Finanzproblem kreiert hat, das es zu dem Zeitpunkt in der Eurokrise gab. Und das ist kein Südland, sondern Irland. Und deshalb glaube ich, dass wir eine einheitliche Währung haben, die in allen Ländern gilt. Aber wir leisten uns den Luxus, 19 verschiedene Steuer, 19 verschiedene Arbeitsmarkt, 19 verschiedene Haushaltssysteme zu haben. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Deshalb müssen wir schrittweise schauen, dass wir Mindestvereinbarungen unter den 19 Ländern in der Eurozone schaffen. Und das ist der, und da geht's, das ist der Punkt, an dem wir, glaube ich, sogar einig sind, dass man dieses Ziel anstreben muss. Und derjenige, der in der Eurozone dafür zuständig ist, für diese Koordinierung, der dürfte dann den Titel Finanzminister tragen. Nennen Sie ihn auch meinetwegen anders. Es geht darum, dass wir die Fiskalpolitik in der Eurozone koordinieren. Aber glauben Sie denn, dass Sie jemals in den absehbarer Zukunft oder in der Zeit, in der Sie als Politiker Politik gestalten wollen, dass Sie in der Lage sein werden, Vertragsänderungen hinzubekommen, die das ermöglichen? Ja, also man müsste ja die, man müsste die Verträge ändern, ja, man müsste Zustimmungen bekommen, in ganz vielen Ländern müssten Referenden abgehalten werden. Und die Vorstellung, dass sowas mit den Nordländern zu machen ist, also abgesehen davon, dass es im Moment nicht sinnvoll ist, ja, ist doch illusorisch. Ja, also das glaube ich, dass man das machen kann, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In Zeiten, in denen die Vereinigten Staaten von Amerika eine Isolationspolitik betreiben, die für den europäischen Markt übrigens gefährlich ist, indem China eine Expansionspolitik betreibt, die für den europäischen Markt gefährlich ist, ist der europäische Markt gut beraten, sich weiter zu vertiefen. Das hat sogar, sehr zu meiner Überraschung, die amtierende Vorsitzende der CDU erkannt und gesagt, sie denkt jetzt über Vertragsreformen selbst nach. Ich habe über 5 Jahre als Präsident des Europaparlaments genau diese Reform als Vertreter des Parlaments in jedem Europäischen Rat vorgetragen, aber das immer abgelehnt. Jetzt plötzlich, seit Frankreich einen neuen Präsidenten hat, Emmanuel Macron, der nämlich genau in diese Richtung geht, denkt auch, finde ich gut, auch die Bundesregierung und wir sowieso und offensichtlich auch die andere Seite über diesen Fortschritt nach. Europa braucht ihn einfach. Sie glauben doch nicht, dass sie den USA und China mit der Größenordnung Luxemburg, Belgien oder Niederlande begegnen können. Nicht mal mit der Größenordnung Deutschland. Wenn wir die Wirtschaftskraft der Eurozone und der EU nicht bündeln, werden wir auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein. Also Europa wird nicht daran scheitern, wenn es das nicht gibt. Ich bin die schlechte Spielverderberin, die jetzt sagt, die Zeit ist leider für diese Debatte zu Ende. Ich bin entschieden anderer Meinung als Sie. Europa läuft Gefahr zu scheitern, wenn wir gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, gegen diesen Präsidenten Trump und seine Politik nicht geschlossen auftreten, ökonomisch, politisch, übrigens auch in der Sicherheitspolitik, dann wird Europa richtig gefährdet. Deshalb bin ich, tut mir leid, Frau Weidenfeld, in dem Punkt entschieden anderer Meinung als Sie. Sie können es ja aber dann im September dann nach der Wahl gemeinsam mit Frau Merkel machen. Das ist das, was ja auch manche Prognosen sagen. Wenn die SPD nicht stärkste Partei wird, dann sind Sie vielleicht in der Regierung Merkel in der Großen Koalition. Sie kommen gut mit ihr aus, Sie schreiben SMSen. Wäre das denn so schlimm? Naja, ich trete an, Angela Merkel abzulösen, weil ich glaube, gerade in der Europapolitik reicht es nicht, dass man jedes Mal sich von Gipfel zu Gipfel hangelt, mit Schlusserklärungen, die kein Mensch mehr versteht, weil sie solche Formelkompromisse sind, dass selbst die Autoren sie nicht mehr verstehen.
Ich glaube, wir brauchen in der Europapolitik den Mut zum großen Wurf. Und den kann man mit Emmanuel Macron und mir besser. Und deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Bundeskanzlers. Das haben Sie heute getan in 75 Minuten. Ich danke Ihnen, Martin Schulz, fürs Kommen heute. Herzlichen Dank, Ursula Weidenfeld, für die kritische Einmischung. Und danke Ihnen zu Hause für das Zuschauen. Wir sind jetzt erst einmal weg, kommen am 14. Juni wieder, wenn Sie wollen, an derselben Stelle. Schönen Abend noch. Verzeihen Sie mich einfach.